Wie kann es gelingen, noch mehr Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen? Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Verena Bentele, hat zu einer hochrangig besetzten Gesprächsrunde eingeladen. In Menschen mit Behinderungen steckt ein wertvolles Fachkräftepotenzial, das Unternehmen unbedingt nutzen sollten. Und deswegen machen wir heute die Veranstaltung zum Thema Fachkräftesicherung durch und mit Menschen mit Behinderung. Welche Hürden haben Unternehmen? Und ich möchte jetzt endlich mal wissen, woran es scheitert, dass immer noch so viele auch gut ausgebildete Menschen mit Behinderung ohne Arbeit sind. Verena Bentele kennt die Vorbehalte vieler Unternehmerinnen und Unternehmer. Es ist eben wirklich einer der Hauptproblempunkte in meinen Augen, die große Berührungsangst, die anfänglich da ist und an der es dann oft eben auch schon hängen bleibt. Und ich denke, dass wir genau an dem Punkt genau dieses Thema des Gewinns, wie wir es ja extra auch genannt haben, in mehrfacher Hinsicht, also allein der wirtschaftliche Erfolg, zu dem Menschen mit Behinderung mit viel Motivation und viel Können beitragen können und wollen, als auch wirklich der Gewinn auch fürs Unternehmen, das sind für mich eben auch die wichtigen Punkte. Die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Iris Gleicke, sieht hier ein großes Aufgabenfeld für die Politik. Wir müssen genau wissen, was brauchen die Unternehmen an Unterstützung. Wir müssen wissen, was brauchen die behinderten Menschen an Unterstützung. Wenn wir das hinkriegen, in einem starken Netzwerk auch individuell miteinander zu besprechen und individuelle Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen, dann ist uns, glaube ich, allen geholfen in diesem Land. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies fordert einen Abbau von Barrieren in den Köpfen. Was ich mir wünsche, ist, dass auch die Unternehmen, unsere Betriebe, unser Handwerk vielleicht den Blick öffnen und nicht mehr defizitorientiert sich den Menschen ansehen. Dazu neigen wir in unserer Gesellschaft. Ich finde, da sind wir besonders schlimm. Wir schauen, was jemand nicht kann und nicht darauf, was er kann. Wenn uns das gelingt, dann steckt ein enormes Fachkräftepotenzial insgesamt in der Gesellschaft und damit natürlich auch insgesamt in der Gruppe der Menschen mit Behinderung. Unternehmen müssen aktiv angesprochen und informiert werden, betont Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Wir sollten auch bei den Unternehmen nicht von Defiziten reden, nicht so viel von denen reden, die noch keinen Behinderten beschäftigen, sondern vielmehr auf die guten Beispiele hinweisen, wo es gut gelingt. Also auch da gilt die Stärken stärken, also zu sagen, der eine Betrieb soll sich den anderen anschauen, die Leute zusammenbringen. Also zum einen überhaupt eine Offenheit durch gute Beispiele und dann die Unterstützung sozusagen beim Einstieg in die Beschäftigung Schwerbehinderter. Da können wir alle gemeinsam, sowohl die Kammern, die Agenturen, aber auch die Reha-Verantwortlichen, glaube ich, noch viel gemeinsam tun. Auch die Handwerksbetriebe sehen immer mehr die Potenziale von Fachkräften mit Behinderung, sagt Hans-Peter Wollseifer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Wir versuchen auch gute Beispiele, Vorbilder medial darzustellen. Auch in der Direktansprache der Betriebe versuchen wir natürlich auch auf das Potenzial der Menschen mit Behinderungen hinzuweisen. Und ich kann aus Erfahrung sagen im eigenen Betrieb, dass ich also immer sehr gut gefahren bin mit der Beschäftigung von Behinderten, weil sie sehr viel Motivation in den Betrieb gebracht haben. Und das war ein Vorbild für die anderen Nichtbehinderten. Die Bundesagentur für Arbeit hält, so Vorstandsmitglied Raimund Becker, viele Hilfestellungen für Unternehmen bereit, wenn sie Menschen mit Behinderungen einstellen wollen. Der Arbeitgeber auf der anderen Seite, der muss die Überzeugung haben, ja, ich mache es. Und dann haben wir in der Regel oft, selbst wenn der Arbeitgeber geneigt ist, einzustellen, ein bisschen Vorbehalte, ich würde mal sagen Unsicherheiten. Unsicherheiten, die sich aus bestimmten Stereotypen ergeben, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, was die Qualifikation anbelangt, was Kündigungsschutz anbelangt und so weiter. Wenn diese Einwände mal bearbeitet sind, dann gibt es oft tolle Ergebnisse. Und wenn dann ein Arbeitgeber einen Schwerbehinderten eingestellt hat, der stellt auch zukünftig Schwerbehinderte ein. Inklusionslotsinnen wie Petra Künsemüller helfen Unternehmen durch den Behördendschungel. Wir gehen direkt auf die Arbeitgeber zu, und zwar als ein Beratungsangebot, das nicht sozusagen einen bestimmten Bewerber im Huckepack hat, also im Gepäck hat und den vermitteln möchte, sondern wir gucken uns mit den Betrieben an, was gibt es im Betrieb für Möglichkeiten, Menschen mit Handicap zu beschäftigen. Wir versuchen aufzuklären, also Transparenz über Strukturen und Möglichkeiten herzustellen. Und wenn es um den Bereich Vermittlung geht, auch im Prinzip zu gucken, dass möglichst passgenau auch Bewerber gefunden werden können für den Betrieb. Alexander Abasov hat in der Werbeagentur von Martin Keuner eine dreijährige Ausbildung zum Mediengestalter Print gemacht. Das war in
Herr Beckers Arbeitsagentur und Integrationsamt die eine Schublade. Er ist dann übernommen worden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Das ist in der Agentur für Arbeit im Integrationsamt die andere Schublade. Die beiden Schubladen sind wahrscheinlich nicht im gleichen Schrank, wahrscheinlich nicht mal im gleichen Raum. Die eine wird zugemacht, die andere wird nicht automatisch geöffnet. Da gibt es keine Verzahnung. Wir sitzen da ein halbes Jahr. Alexander bezahlt seinen Arbeitsassistenten aus der eigenen Kasse, aus der eigenen Tasche bis an die Grenze des persönlichen Ruins, weil das persönliche Budget einfach eingestellt wird und nicht automatisch weiterfließt. Da fasst man sich an den Kopf. Schwere Vorwürfe eines Unternehmers an die Bundesagentur. Verena Bentele nutzt die Gelegenheit, sich direkt zu erkundigen. Herr Becker, Sie sind dran. Halten wir uns gerne mit Ihnen. All diese Fälle, die sind nicht gut gelaufen, muss man jetzt nur sagen. Brauchen wir auch gar nicht, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Fälle. Ich will nur mal ein Gegenbeispiel machen. Es gelingt uns pro Jahr 50.000 schwerbehinderte Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Kluge Zusammenarbeit ist einfach gutes Zusammenwirken in Netzwerken. Das muss quasi sehr, sehr nahtlos funktionieren. Das funktioniert noch nicht überall. Das muss man so sagen. Einur Bolders betreibt ein Reinigungsunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten, darunter viele Menschen mit Behinderungen. Ich kann aus Erfahrung sagen, mittlerweile habe ich sehr gute Erfahrungen. Weil jetzt haben wir endlich Ansprechpartner, Partnerin, die vom Bundesagentur für Arbeit Bewerber an uns direkt vermitteln, wo wir auch jetzt kurze Wege haben, dass wir Ansprechpartner, Partnerin haben, wo wir als Arbeitgeber auch gut betreut werden. Jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Bauunternehmer Herbert Kern aus dem Bayerischen Wald führt seine Firmengruppe nach einem ganz einfachen Grundprinzip. Das können wir gesunde Menschen morgen mit einem Unfall haben. Und erhoffen uns ja auch, dass wir hinterher integriert bzw. in der Inklusion leben können. Und deswegen ist es immer in unserer Familiengeschichte so gewesen, und wo ich auch meinen Kindern und in einem Betrieb, in jeder Betriebsversammlung sage, zur Motivation, bewerte niemanden, was er nicht kann, sondern was er kann. Was hindert also andere Unternehmen daran, Menschen mit Behinderung einzustellen? Das Bundeswirtschaftsministerium wird sie befragen. Frau Bentele hat mich gebeten, eine Studie zu machen, und das werde ich gerne tun. Wir haben das jetzt geprüft, wir werden das machen, eine Studie mit den Unternehmern selber, wo wir die Unternehmer fragen, was braucht ihr, damit ihr junge Menschen aus der Schule direkt in die Berufsausbildung bringt? Das kommt mit auf die Plattform Fachkräftesicherung, da gehört es auch hin, sodass wir dann auch einen Leitfaden haben, und dann müssen wir das auch miteinander transportieren. Das ist ein Teil dieses Netzwerkes, das wir brauchen. Auch das deutsche Handwerk wird künftig verstärkt um Auszubildende mit Behinderung werben. Wir haben, vielleicht kennen das einige von Ihnen, im deutschen Handwerk eine Imagekampagne. Dort werben wir auch um Jugendliche. Und dort haben wir Slogans, dort haben wir Claims, und dort sagen wir zum Beispiel eine Botschaft in die Migrantengruppe: Bei uns zählt nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Ich könnte mir jetzt vorstellen, um auch wirklich jetzt auf dieses Thema einzugehen, dass wir demnächst eine Botschaft absenden, einen Slogan: Wir kennen deine Einschränkung, aber wir fördern deine Talente. Die Bilanz von Verena Bentele. Ich finde schön, gute Beispiele hier zu haben, wie Frau Bolders-Özdemir, wie Herrn Kern und Herrn Keune. Ich wünschte, es gäbe viel, viel mehr von Ihnen dreien, von Ihrer Unternehmerkultur und auch Ihrer Denkweise, Ihrem Engagement und Ihrer Motivation. Dafür von mir schon mal ganz herzlichen Dank. Unternehmen motivieren und überzeugen, Barrieren in den Köpfen abbauen, Hürden auch in den Behörden beseitigen. Verena Bentele betont, die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt bringt viele Vorteile für Beschäftigte und Unternehmen.